Menschen werden noch jahrelang nachgehen. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Also stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen und Rüstungen aus. Zeit! Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände! Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lasst die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Viertel ist bereits tot. Yeah!
Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Ich dachte, hier kämpft jeder für sich selbst. Aber die arbeiten offenbar zusammen. Die anderen Teilnehmer müssen irgendwo anders sein. Noch ein Signal. Es ist fast vorbei. Leichen. Welch Vergeudung von Leben für den Spaß.
Komm schon. Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Wie mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir hierher nach Melos und schlachten uns wegen eines Beutels voller Drachmen gegenseitig ab. Gibt es einen letzten Herausforderer? Gewiss, den gibt es. Geduld, Alexios. Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Komm! Der letzte Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Unsere Vorbereitung scheint sich gelohnt zu haben. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Man kann seinem Schicksal nicht entkommen, Söldner. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört! Roxana, nur einer von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana. Denk nach! Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah. Wir können einfach gehen. Nur einer von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Alexios. Tu das nicht so kurz davor. Genug! Bringt es jetzt zu Ende. Nein, Roxana. Wir entscheiden, wie es endet, nicht er. Dann beenden wir es gemäß der Tradition. Es kann nur einen Sieger geben. Wenn das vorbei ist, werde ich Athena zu deinen Ehren ein Opfer bringen. Ich hab hier was. Komm schon! Wir wollen doch einen denkwürdigen Kampf liefern. Endlich! Jetzt spielen wir keine Spielchen mehr, was? Tun wir nicht. Ja! Das ist ein Kampf, an den man sich erinnern wird. Schild zur Statue der Athena nach Athen.
Mach's gut, tapfere Kriegerin. Gut gemacht, Söldner. Du solltest jetzt für die Zeremonie in die Stadt zurückkehren. Zuerst will ich die versprochenen Informationen. So läuft das nicht. Keine Spielchen! Was weißt du über den Kult? Um ehrlich zu sein, die Schlacht der 100 Hände war schon immer als Falle gedacht. Wir veranstalten sie seit Jahren in der Hoffnung, den Bruder der Kriegerin Deimos herauszulocken. Ich verstehe kein Wort. Oh, komm schon, Söldner. Wir haben dich gefunden. In der Tat lief alles nach Plan. Ich habe heute schon viele getötet, Drakios. Einer mehr fällt nicht ins Gewicht. Heute verdiene ich mir einen großen Bonus von den Maskierten. Ich hätte das gerne woanders erledigt, aber... Ich werde gerade erst warm. Halt zu Diese Menschen starben nur, weil der Kult mich finden wollte. Uh-oh.